Willkommen zurück zu der letzten Folge dieser Aufnahmesession. Hallo Kidma, du bist immer noch da. Ja, ich bin da. Das hat gerade überhaupt nicht zusammengepasst, aber mir fiel jetzt auch nichts anderes ein. Ja, ich weiß, dezent. Aber so, ich muss wieder hier ein bisschen umziehen lassen. Und dann nehme ich mal eben die Scheune von hier hinten. Jetzt war ich kurz einmal nicht am Rechner. Jetzt habe ich die ganze Steuerung wieder vergessen. So geht das. Okay. Das ist das Türrahmenprinzip. Ja, das kann ich mir sogar vorstellen. Das geht's glaube ich auch nicht. Mal eben die Finger rüber. Ah, nur noch 30 Grusche hier. Halt! Pflanze doch an! Jetzt hier nur ist mir scheißegal. Was? Hast du das jetzt gehört? Ja. Gut. Du kannst das doch jetzt nicht neu kaufen. Also ja, ich weiß, wir haben keine Diamanten. Ja, ich weiß. Mann, ey. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen, aber ich kann es einfach nicht. Ich hab's versucht, wirklich, aber. Nee. Es geht einfach nicht. Gee, es ist. Wirklich. Das ist nicht versucht. Das ist einfach nur eine plumpe Ausrede. Ich hab's wirklich versucht. Nee. Glaube ich dir kein Stück. Okay, ich muss mir dann noch eine Scheune kaufen. Aber die muss ich wirklich kaufen, weil ich habe keine mehr. Glaube ich. Was? Wie können wir denn keine Scheunen mehr haben? So, ich glaube tatsächlich, das passt gerade ganz genau. Also, boah. Eigentlich will ich da noch einen Weg lang bauen. Ich mache da mal eben eine Andeutung schon mal. Ich kann es nicht bis. Ach nee, warte, nee, muss ich jetzt so hier. Oh wow. Level 36. So, jetzt dann nehmen wir das. Wer ist Level 36? Ach so, der gelbe Zucchini. Der Zucchini. Das Zucchini. Genauso wie die oder das Nutella. Der Nutella, oder? Obwohl. Nee, das. Was? Es kann beides hinhauen. Bei uns ist es das Nutella. Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht mal sagen, die aber. Die Nutella. Ich glaube, die Nutella. Die Nutella. Ja, doch, die Nutella. Wie komme ich denn jetzt auf das Nutella? Bin ich dumm? Nutella? Ernsthaft jetzt? Ja, die Nutella. Okay, das Nutella finde ich klingt aber noch besser. Nee, die Nutella. Würde ich aber ja noch sagen, der Nutella. Ja, nee, die Nutella. So, also die beiden noch fehlenden Schweineställe sind auch schon eingerichtet. So. Jetzt ist hier natürlich wieder ein bisschen Platz. Ich könnte dann hier, wenn ich einen Weg da durchbaue, vielleicht reicht es. Ja, ich muss erstmal die Enden hier bauen. Das nützt nichts. Wo ich denn mal hin hier? Das ist alles doof. Ich habe keinen Platz. Das ist richtig ein Struggle mit dir, ne? Ja, also ich will es direkt an den Point of Destiny hinbauen, aber geht nicht. Es fehlt einfach. Nee, geht wirklich nicht. Geht nicht. Mal Schafe, Esel, was haben wir noch? Also Schafe gibt es wie viele? Eins. Gibt es vier. Ach du Scheiße. Esel waren drei, glaube ich. Ja. Pferde sind nur zwei. Ah nee, ich habe schon so viel freigeschaltet, glaube ich. Ja, Pferde sind auch vier. Was mit Sträußen? Sträuße sind auch drei. Ich könnte hier Sträuße hinbauen, aber hätte ich den Vorteil, dass das bereits im Bereich für die Enten etwas frei wird. Aber was? Hat's mit dir gerade geblubbt? Hast du gerade?
ich hatte gerade so, ein Blubgeräusch. So als würde man Kork aus der Flasche ziehen. What the fuck? Was? Jetzt ohne Scheiß. Nein. Hallo. Komisch. Okay. Weird. Okay, ich muss gerade mal eben diese andalusischen Esel, die werden jetzt gerade mal eben aus dem Gehege rausgeschmissen, einfach in die freie Wildbahn. Das geht aber gar nicht. Ja, ich weiß, das ist aber... lässt sich gerade nicht anders darstellen, weil sonst komme ich nicht voran. Was ist denn da los? Das lasse ich gerade nämlich alles ein bisschen umbauen. Mich das eigentlich wieder so also mit dem Trecker direkt mehrere Felder auf einmal nehmen. Ich Esel. Hast du jetzt echt mal alle Felder einzeln genommen? Nicht immer, jetzt gerade nur die letzten zwei, drei Felder. Ach so, ich also dachte keine, schon. Keine Sorge. Nee. Gott. Nee. Einfach nee. Nein. So, Streune kurz hier weg. Dann kann ich nämlich erstmal den Weg hier hinsetzen. So, den Zaun so, kommt weg. Ist noch Zucchini. Im Endeffekt kommen die dann ja hier hin. So, der muss noch weg. Kommen nämlich die Wege nach dahin. Es kann echt passieren, dass wir die heutige Session mit über 1 Million Geld beenden. Das hast du jetzt. Ich glaube, weiß nicht, was ich noch vorhabe. Was willst du doch alles kaufen? Ich sag jetzt ab. Ich bin klar. Hast du lauter Tiere noch im Petto, die du noch holen musst? Naja, nicht unbedingt Tiere, die ich noch holen muss, aber die müssen natürlich von der Menge her auf das Feld passen, ne? Jo. So, das nächste Feld, das ist dann fertig ist. Dann noch das kleine hier und dann ist da hinten rüber. Da ist noch ein Zaun, da ist noch ein Kassel. Wie die Esel gerade einfach so verloren auf der, in der Welt rumrennen. Das sieht total Banane aus. Oh nein, ich hab schon wieder keinen. Willst du mich verarschen? Die fucking Gucci-Bären sind fertig. Auch leck mich doch am Arsch. Ja, cool. Oh. Also, was, das ist die letzte Folge. Wann sollen die sonst fertig werden? Ja, ich dachte, nächste. Ich dachte, du willst diese Folge Feierabend machen. Ja. Wir müssen nur anpflanzen alles. Oh Mann, ey. Auch wieder Sprit. Ah. Ja, ich weiß gar nicht, werden wir doch noch zwei Folgen machen müssen, oder? Nein. Wir müssen definitiv noch dick anpflanzen, das weißt du, ne? Das ist safe. Ja, das kriegen wir hin. Ich habe doch 12 Minuten. Easy peasy. Okay. Ich habe doch nicht damit gerechnet, dass die Gucci-Bären echt noch fertig werden. Ja, ich hatte das nicht im Blick, leck mich. Fehlt es doch 150 Felder. Ja, es fehlt noch mehr Felder, weil die ganzen hinten bei den Bienenstöcken auch noch nicht fertig sind. Ja, wir beenden die Folge, indem alle Felder vor sind. Weißt du, ne? Ja, deswegen beeile ich mich auch. Ja, schön. Freut ihr. So. Wo kommst du denn hier hin? Okay, wie breit habe ich jetzt? 1, 2, 3. Na toll, ich muss das um 1 auch versetzen. Willst du mich verarschen? Aber du bist ja noch nicht fertig. Warum denn? Das ist jetzt äußerst belastend. So. Ja
gut, dann drücke ich halt dahinter. Ist mir auch wurscht. Stehe ich gerade im Weg, liebe Scheune? So. Ich hier hinstellen. Das machen wir fertig. Das machen wir fertig. Ich hoffe, das passt vom Platz her. Wenn ich jetzt hier vier. Wie viele Sträuße waren das? Drei, ne? Keine Ahnung. Du hast heute so viele Zahlen raus gehauen. Ich weiß nicht, eine mehr. Ja. Wenn ich jetzt hier Viererbreite wieder mache, dann habe ich 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das geht sich halt hier komplett mit auf. Wir haben jetzt was Neues für alle Zuschauer hier, und zwar Zählen mit Kidma. Das passt in dieser Hinsicht gut, aber in der Hinsicht, dass da noch Enden im müssen, ist das scheiße. Wie mache ich das denn? Weiß das ich nicht. Kacke. Mann. Das sind Probleme, mit denen ich mich Gott sei Dank nicht rumschlagen muss. Wenn ich jetzt einfach nur drei breit mache zum Beispiel. Als Erntefrau. Habe ich die nur bis hier Streute. Da gibt es etwas, was ich nur zweimal habe. Ich hatte doch irgendwas nur zweimal gehabt. Eier. Ach, die Klappe. was war das denn? Ja, Alpakas habe ich schon. Weißt du, da will man einmal helfen und dann wird man gleich so angekackt. Ziegen, glaube ich, oder? Oh, Ziegen, paar Ziegen. Ja, alpine Ziegen, die haben wir schon. Einmal Ziegen können wir noch freischalten. Nice. Nein! Oh, hä, was ist das denn? Hä? Was denn? Okay, gut, es gibt sehr viele Ziegen. Ich hab. Was war mit Schafen? Schafen waren auch, glaube ich, mehr, ne? Gubbel, gubbels vielleicht? Gubbel, gubbel. Gubbel, gubbel. Mehr. So. Oh mein. Dann die Cheese. Warte mal. Moment, ich. Oh mein Gott. Es gibt vier hin. Oh mein Gott. Was denn? Es gibt vier Enden. Ich habe eine Ente übersehen, weil die so weit unten steht, wegen ihrem Kacke-Level. Das heißt jetzt was? Dass du weinst? Das heißt. Nee, das heißt einfach, dass ich das nochmal umdisponieren muss. Also, hier sind die Enden. Das hört sich wundervoll an. Für jeden, außer für dich. Wenn ich die jetzt, ich könnte die natürlich kleiner machen. Also ist, ich könnte hier noch ein Feld hin machen und dann da noch ein Feld. Das wäre, würde mit meinem inneren Monk vereinbar sein. Wenn ich jetzt sage, ich mache die eins kleiner. Hier hin. Ich brauche nochmal einen Zaun. Wo kann ich denn gerade mal einen Zaun hier abkneifen? Das weiß ich nicht. Da ist ein Gatter. Hier kann ich noch einen Zaun abkneifen. Ich bin gerade voll froh, dass du so viel quatscht. Wieso? Weil bist du gerade einfach so groggy? Ja. Hä? Da ist doch noch ein Zaun. Hä? Bin ich doof? Da ist doch noch ein Zaun. Ansichtssache. Ja, toll, jetzt hängt hier so ein Köttel rum einfach. Oh nein. Was denn? Mein. Ich hab schon wieder keinen Sprit. Gut. Also. Ja? Jetzt habe ich zwar die Thematik mit den Enten soweit klar, aber ich muss trotzdem noch gucken, wie ich es dann stattdessen mache. Weil das passt auf jeden Fall nicht mit den 3x4. Wenn ich jetzt sage 2x3, dann würde ich sicherlich irgendwo auskommen, aber. Die Sträuße sind dafür zu fett einfach. Oh. Machst du gerade Fettshaming bei Sträußen? In diesem Spiel, ja. Ich glaube, es hackt.
Gibt's dir irgendwas, was es vielleicht nicht ganz so oft gibt? Deine Würde. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sagen würde, warte mal, hier ist diese Steigung, ne? Also bis dahin könnte ich hingehen. So, seid ihr jetzt fertig oder nicht? Nö, warum nicht? 8, 23 Sekunden, das wird. Boah, es ist gerade echt. Was denn? Ich überlege halt echt, wie ich das machen soll. Oh, ich hab da zwei Felder übersehen. Kühe, wie viele Kühe gibt's denn hier? Drei Kühe nur? Ja gut, aber das Problem hätte ich dann ja, ist ja mit den Sträußen das gleiche. Ist halt auch nur drei. Da gibt es nur wieder irgendeine Kuh, die ich jetzt übersehe. Nee. Die Sträuße gibt es tatsächlich auch nur drei. Wenn ich jetzt sage, ich mache eins so und das andere über längs dahinter vielleicht. Yay! Ich mach das so. Ich mach das so. Ach, scheiße, wir brauchen Aloe Vera auch. Puh, den habe ich jetzt. Scheiße. Wo brauchen wir denn den Aloe Vera? Da. Halt. Platz! So, halt. Ich will den Strauß hier rüber. Akt. Wir haben gleich die kurze Quest abgeschlossen. Nice. So. Mal der Essen. Das Essen muss hier hin. Wir sind nicht fertig oder was? So eine Kacke. Hier noch. Da noch. Dort noch. Angeln kann ich dann auch noch mal. Ich muss noch mal ein Feld freilassen für die. Was kommt dann hier hin, der? 120? Nein. Okay. Hier hin. Ich muss noch ein paar Sträuße verkaufen tatsächlich, weil wir haben ganz so viele. Das Straußfeld wird tatsächlich kleiner. Oh, das waren nur um drei dicker. Felder. Sträuße sind dick, ja. Jetzt habe ich ein bisschen zu viele von denen angepflanzt. Egal. Egal. Dieses Lied hatte ich übrigens auch. Was? Dieses Lied hatte ich übrigens auch. Wer nicht? Ich wollte gerade sagen, jeder hasst dieses Lied. Das ist doch selbstverständlich. So, jetzt die drei noch. Ich bin fertig mit Anpflanzen. Mit, Hättest du nicht gedacht, ne? Also mit der kompletten, Anpflanzung. Was hast du denn jetzt alles angepflanzt? Aloe Vera und Melonen. Hatten wir sonst den Knüffel Quest? Nö. Okay. So, wenn dann jetzt hier auf. Wie mache ich das denn dann mal? Ach so, ja, ich kann ja die Straße hier noch mal hinten abreißen. Lange Straße. Zumindest bis hier. Warte mal, ich nehme mal hier ein Stück Straße weg, damit ich das fürs nächste Mal noch weiß. Oh, hier kann ich gerade einen Baum ernten. Wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen verkaufen gehen. Ich ernte gerade noch Bäume und die Fische noch. Und dann wäre ich auch tatsächlich zum Verkaufsstand gegangen. Okay. Dann habe ich nichts gesagt.
zu mir. Das Ding kommt dann nach hier hin. Oh. Oh. Was fertig? Ist da drüben was fertig? Jawohl. So, 1, 2, 3, 4. Das ist dann bis hier hin. Hier, das Gatter kommt hier hin. Nehme ich das hier mal weg. Ja. So. Direkt hier hochkonzentriert. Angeln. Oh. Nicht nochmal angeln. Hier angeln. Da angeln. Was denn? Er wollte es nicht nehmen. Oh. Wie so oft. Das ist aber nicht sieht gerade sehr. Das sieht ja alles sehr durcheinander aus gerade, ne? Aber ich habe mein System. Vertrau mir einfach. Ja, ich vertraue dir da. Du bist der Meister der Stelle. Ich bin meistens zur Stelle, wolltest du wohl sagen. Nein. Wo brennst du denn? In deiner Hose. Wo willst du das denn wissen? Weiß ich nicht. Weibliche Intuition. Okay, das ist nicht. Nee, komm. Das macht es nicht besser, Chica. Wirklich nicht. So, hier, warte mal, die Straßen. Ich schmeiß einfach gerade alles wild durcheinander. Dann kommt nämlich hier noch. Das freut dich doch bestimmt am nächsten Woche, wenn du weitermachst. Ich weiß gar nicht, wie ich das nächste Woche. Ich bin ganz nervös, ehrlich gesagt, wegen dieser Situation. Ich überlege jetzt gerade mal, wie viel. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, ein theoretisch 23, 11, 12, 8, 7. Ich nehme mal eben den Stall da vorne. Der hier einfach noch so rumsteht. Zwischen irgendwelchen einzelnen Zaunelementen, Wegen, die hier rumliegen und sonst alles. Also ich hab's. Perfekt schön. Zum Folgenende, ne? Ja, das ist gut. Darf ich das mal kurz anmerken, dass ich das perfekt getimed habe, ja? Ja? Perfekt getimed. Perfekt getimed. Perfekt getimed. Perfekt getimed. Perfekt. Oh. Bist du richtig krass. Schon, gell? So. Lass mich dann wenigstens eben diesen einen Stall noch kurz bauen, weil sonst habe ich den Gedankengang am nächsten Mal mich wieder verloren. Warum hast du denn jetzt da den Zaun hingesetzt? Weil. Ne, pass mal auf. Ich mach das so. Ich mach den hier. Dann ziehe ich das Dingen. Nochmal ein nach hinten. Aha. So. Da vorne steht noch so ein einzelnes Gatterelement rum. Das nehme ich mal eben mit. Guck mal, da hinten stehen noch einzelne Esel rum. Die armen Esel. So. Der Sound kommt dann hier hin. Kann ich dir irgendwas bringen? Du könntest die Schafe vielleicht mal irgendwo da hinten zu den Eseln hinstellen, oder so, wo Platz ist. Das steht wenig so im Weg rum. Einfach weg, einfach, ist egal. Einfach weg. Ich will sie nicht mehr sehen. Oh nein. Die armen Schäfchen. So. So, halt hier. Mit. So, hier noch. Sind sie zu nah dran oder müssen sie weiter weg? Ne, das ist okay. Für den Anfang, ja. Ich müsste sie in der nächsten Folge nochmal anderswo hinsetzen, aber passt schon. Alles gut.
So. Dann haben wir das. So, dann habe ich nämlich hier noch ein Entengitter. Und das dritte, da müssen wir vielleicht sogar die Tankstelle umsetzen. Was? Ja, unsere allererste Tankstelle müssen wir jedenfalls umsetzen. Das geht aber gar nicht. Das letzte kommt dann nämlich hier hin. Vor allem, ich habe 2, 4, 6, 8. Die ersten Enten haben einfach nur 8 Felder, während diese jetzt hier schon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Felder haben. Das sind voll die Bonzen. Was das Doppelte. Das sind ja Bonzen. So. Dann kommt nämlich hier, kann ich dann nämlich wieder einen Weg durchbauen. Ich habe dir die Schafe noch mal weiter weggestellt. Ach, das ist aber sehr lieb von dir. Ich danke dir vielmals. So. Der Weg. Das ist eine Gatter, steht jetzt die gerade im Weg. Jetzt muss man eben hier hin. Na. Ganz gleich. So, rein theoretisch. Fertig. Noch nicht ganz. Der Weg kommt hier später noch komplett weg. Die Hauptstraße. Ich neige dazu, jetzt schon wieder zu viele Pläne zu machen. Du willst die Folge beenden, ne? Wir sind schon bei 27 Minuten. Ja. Nicht, dass sie zu lang wird. Obwohl ich überlege, nee, wir könnten die Tankstelle doch wirklich noch stehen lassen. Dann baue ich nämlich hier das Ding an, dann kommen die Enten nämlich hier. Die haben zwar nur einen relativ kleinen Part vom See, es sei denn, in den Bereichen noch mit. Muss ich beim nächsten Mal noch mal ausrechnen. Warte mal, ich mache oh, ja, warte, 7 wäre das. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, also werden 20 Felder, zu viel eigentlich. Bonzenenten. Ja, echt mal. Hätte ich eigentlich die gar nicht verkleinern müssen. Hola. 2, 4, 6. Hat 3 Sekunden nicht aufgepasst und schon rennst direkt. Hallo? Nimm diesen Sound, danke. Die Freude. Hey. Die Freude mit den Zäunen. Ja, ganz toll, ganz toll. Brauch noch einen Zaun. Ich vergesse immer, dass ich rennen kann. Ich bin so doof, ich laufe die ganze Zeit einfach nur, anstatt dass ich Shift drücke. Warum machst du denn sowas? Ja, keine Ahnung. Ach, verkaufen! Wenn du das noch machst, kann ich ja noch verkaufen. Ja, natürlich. Hast du noch nicht gemacht? Nee. Wir haben Geld, wir haben Diamanten, wir haben Medaillen, wir haben alles. Wir sind reich. Wir sind fett im Business sind wir. Ja, langsam tatsächlich. Wir haben keine Tickets, ja, wir haben keine Tickets, das stimmt. Gut, jetzt habe ich das nämlich nochmal etwas erweitert. Das heißt, ich könnte nämlich dann hier nochmal eben. Damit das nicht ganz so. Gewicht fällt. So. Da haben wir Laden auch noch mal. So. Nimm das. Diese Zäune, ne? Zäune zu nehmen ist das Schlimmste, was es gibt in diesem Spiel. Traubensaftstand auch machen? Ja. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okay, die sind jetzt ein bisschen größer geworden. Dafür werden die ein kleines bisschen kleiner. Das ist aber okay. Mal
kurz hier wegmachen. So. So. Und dann kann ich nämlich. Wo ist er denn? Jetzt dann wirklich aufhören, wir sind schon bei 30 Minuten. Ja, ihr habt ganz kurz noch. Der kommt dann noch eben schnell hier hin. Sonst habe ich die Idee beim nächsten Mal nicht mehr, weißt du? Deswegen. Nein, Mann! Doch. Oh, warte mal, die Laternen muss ich nochmal eben umsetzen, sonst entfällt mir das zum nächsten Mal. Ist gut, komm, wo bist du denn gerade? Beim Verkaufsstand. Verkaufe gerade noch. Ich warte jetzt hier einen kleinen Dörfli-Bau auf dich. Achso, ja, okay, da komme ich. Hey, ich dachte, du verkaufst gerade noch. Ja, nee, es sind alle Stände jetzt gerade fertig geworden. Ich hätte doch hinter zu den Fischen geguckt, aber eilt nicht. Die sind nächste Woche auch noch da. So. Hoppala. Nein! Was? Warum denn? Ich hab doch X gedrückt. Mann! Jetzt bitte den Zauner wieder hin. Scheiße! Das habe ich abgebaut, aus so einer Rotze. Deswegen, beim Ehren, weißt du, wo das Feld war, da habe ich noch gedacht, komm, okay. Und wo der Zaun weg war, da konnte ich. Mann, jetzt! Ja, jetzt bin ich fertig. Ja, Team. Ja. Jetzt soweit wieder. Wir müssen uns wieder trennen, was? Ja, es war mir eine Ehre, mit dir heute wieder aufzunehmen. Soll ich ehrlich zu dir sein? Ja. Ich könnte rein theoretisch, also ich bin auch ein bisschen groggy, muss ich gestehen. Aber ansonsten könnte ich natürlich. Ich wusste es. Ansonsten könnte ich natürlich noch weiter mit dir aufnehmen, liebe Chi. Ich habe nochmal Gold für uns gefunden. Mhm. Und. Ja, der sieht gut aus. Wir beenden jetzt die Folge. Es war mir eine Freude aufzunehmen. Vielen, vielen Dank alle fürs Zugucken. Ja, ich könnte natürlich noch viel länger mit dir aufnehmen, weißt du ja, ja, ne? Ja. Also, es macht gerade Spaß. Ich bin gerade voll im Flow eigentlich mit den Dinger bauen. Und Wir halten dir den Flow für nächste Woche, da geht's weiter. Da habe ich schon wieder verloren. Jemand wünsche ich euch, dir, lieber Zuschauer, noch beste Gesundheit, auch weiterhin. Und vielen Dank nochmal, dass du bis hierhin zuschaust. Viele andere tolle Sachen, aber wenn ich jetzt nicht zum Ende komme, dann werde ich dann komme ich vorbei und hau dich. Wo kann ich sagen, kommt die Ski wirklich aus Bayern nach oben und die lässt mich richtig durch. Also die macht mich richtig fertig. Ja. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bis dann. Tschüss.